Hallo, ich bin Martin, 36. Das Video ist für YouTube-Kanal Ich, das darf ruhig veröffentlicht werden. Ja, das erste Video habt ihr schon gesehen von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch ein paar Ratschläge rausnehmen. Wenn ihr da Freunde habt, die da gerade am Reinrutschen seid, bitte greift unter die Arme und helft ihnen. Auf jeden Fall, derjenige, der die Videos macht, wollte noch ein, zwei Themen wissen von mir. Und das erste Thema ist Crystal Meth. Das ist gefährlicher wie Kokain, der Suchtfaktor ist höher, der Zerfall ist viel schneller. Das geht innerhalb von 4 Wochen und dann bist du noch weiter unten wie ich, kann praktisch unter meiner Schuhsohle. So schlecht würde es dir gehen. Ja, auf jeden Fall ein paar heftige Storys aus meiner Drogenzeit. Ja, zum Beispiel, ich 22, ich bin gerade aus Haft entlassen worden und habe ja die 30 Monate auch gearbeitet und habe knapp über 2.500 Euro mitgenommen. Und bin dann nach Hause gefahren zu meinen Eltern, die haben noch gelebt, habe 2.000 Euro dagelassen und bin mit 500 Euro rausgegangen. Und hab gar nicht drüber nachgedacht, habe direkt Material gekauft, habe direkt konsumiert, weil ich Bock drauf hatte. Ja, das war aber mein größter Fehler. Ich hätte das Geld nehmen sollen und besser investieren sollen. Auf jeden Fall bin ich dann mit der Kohle zu meinem Bruder gegangen. Wir wollten nach, weil wir in Dortmund gewohnt haben, nach Amsterdam fahren, Rotterdam, Material einkaufen, Heroin, Kokain, Haschisch, THC. Und wir kommen gerade in Amsterdam an und sind bei den Dealer in der Wohnung und auf einmal fliegen von allen Seiten die Fensterscheiben kaputt und überall schwarze Männer. Auf einmal hast du eine Knarre vorm Kopf. Da haben die ihn observiert. Und wir waren halt diejenigen, die dummen, die letzten Kunden, die am Tag da waren. Und ja, weil die Polizei halt in Holland wusste, oder die Police wusste, wann er aufhört, wann die letzten Kunden kommen, haben die gesagt, danach greifen wir ein, den Einsatz machen wir jetzt. Auf jeden Fall, ich habe keine 2 Minuten gesessen, da habe ich eine AK-47 von der Polizei vorm Kopf gehabt. Und keine 3 Minuten später hatte ich Kabelbinder an den Beinen und auf dem Rücken. Weil die halt gedacht haben, wir sind die Lieferanten für Deutschland, weil wir mit Auto gekommen sind. Das ist die erste heftige Story. Und sind dann alle 3 in Urhof gelandet, in der Grenze Holland, Krefeld. Bei Geld, ja, ich bin nach Geldern gegangen, sofort, weil ich wurde gerade erst entlassen, hatte meinen Entlassungsschein noch nicht mit, ich war noch nicht ausgetragen. Also hieß es, ich bin noch Häftling in Dortmund. Ja. Bin dann auf jeden Fall sofort wieder in Haft gelandet und das hat 3 Tage gedauert, bis mein Anwalt mich da rausgeholt hat und halt erklärt hat, dass ich mir nur was holen wollte. Aber es kam ja gar nicht dazu. Ich habe kein Geld rausgegeben aus meiner Tasche und ich habe keine Drogen angenommen. Das war mein Glück. Auf jeden Fall, der Dealer aus Holland, der hat 7 Jahre bekommen. Bei denen haben sie 7, 8 Kilo Kokain gefunden, 3 Kilo Heroin. Um 15 Kilo Gras in der Wohnung und 70.000 Euro in kleinen Scheine. Ja, da war ich geschockt. Alleine, wo der das versteckt hat, hätte ich nie gedacht. Die Polizei hat das alles, die haben den Herd abgeschraubt, haben ihn rausgezogen, es war alles hinterm Herd, im Boden. Ja, dann zum Beispiel mit 27, da erinnere ich mich wie heute dran. Da war ich in Essen unterwegs auf der Platte mit meinem besten Freund Dennis Potrikus, mit dem war ich auch in der Schule, Kindergarten. Auch abhängig, jetzt nicht mehr, ist tot, hat eine Überdosis gemacht, das erzähle ich euch jetzt. Wir waren gemeinsam in Essen auf der Platte, haben uns jeder 2 Kugeln geholt und sind dann auf Toilette gegangen. Ja, er hat mir aber nicht gesagt, dass er sich 1 Kugel mehr geholt hat. Ja, und die hat ihn die Schuhe ausgezogen. Er kam nicht mehr zurück von der Toilette. Ich habe nur Krankenwagen gehört, Polizei, wie die an der Toilette stehen. Und ja, dann kam Kripo, Gerichtsmedizin und ein Leichenwagen und haben meinen besten Freund von mir abtransportiert. Das war der Grund, warum ich danach angefangen habe zu spritzen. Ja, das war der Grund, warum ich wirklich angefangen habe zu spritzen. Der Verlust meines besten Freundes. Ja. Ja, und hier in Berlin kann ich nur sagen, haltet euch vom Leopoldplatz fern. Für ein paar Krümel Koks kriegst du dann ein Messer im Bauch oder die schlagen dich zusammen oder greifen dich mit der Machete an. Vor 10 Wochen haben sie erst einen abgestochen für eine 10-Euro-Kugel.
Das war auch heftig. Ja, und seitdem bin ich eigentlich nur noch alleine unterwegs. Oder seit gestern halt mit meinem besten Freund Stevie. Und so bleibt das auch. Ich halte mich von der Szene fern. Ich fahre nur hin, um mir mein Material zu holen und fahre dann wieder sofort zurück, weil das bringt hier alles nichts. Ansonsten kann ich euch nur sagen, egal welches Thema ihr aufgreifen wollt, es gibt eine rote Liste, die kriegt man in der Bibliothek und da steht alles über Medikamente, Tabletten, Substanzen drin. Könnt ihr euch ausleihen, wenn ihr Interesse habt. Und halt die Zusammenstellungen. Und Psychopharmaka, Neuroleptika. Und ja, das ist alles Tabletten, die gefährlich sind. Und die kriegst du auf der Straße für ganz kleines Geld. Eine Tablette 50 Cent. Und mit einem 50-Cent-Bier bist du schon den ganzen Tag vom Kopf her weg. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Themen ein bisschen was sagen oder mit den krassen Erlebnissen aus meiner Drogenvergangenheit. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, ich bin mit dem Kopf gerade ganz woanders noch. Aber ich habe das Video für euch gemacht, damit ihr mal seht, wie schnell man abrutschen kann. Aber nur weil man abrutscht oder hinfällt, heißt das nicht, dass man wieder aufstehen kann. Wer hinfällt, kann wieder aufstehen. Und du machst halt zwei Schritte zurück und einen vorwärts. Es geht langsamer. Aber wer abgerutscht ist, soll sich nicht einreden, dass er es nicht schafft, aus der Szene wieder rauszukommen. Das schafft man.